Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem, also jetzt kommen zwei Hardware-Checks mal etwas anders, weil ein bisschen warm ist und ich das aus Versehen schon abgebaut habe, weil ich eigentlich gedacht habe, Mensch, machst du Videos für die neuen, und dann ist mir eingefallen, ich habe den Hardware-Check ja noch nicht gemacht, und deswegen werde ich euch die Geräte jetzt hier nur mal so kurz präsentieren. Weil viele wohl gesagt haben, wenn ich den Hardware-Check gemacht habe, ich muss nicht nochmal alles, also das Hardware-Video mit anschließen und so gemacht habe und gezeigt habe, wie es funktioniert, reicht es, wenn ich dann halt das Produkt in eine Kamera halte und sage, ob es funktioniert hat oder nicht. Wir haben jetzt hier den Audio-Extralator, ja, was ich euch im Hardware-Video schon gezeigt habe. Das ist im Prinzip ganz einfach, ihr schließt hier ein HDMI an, hier schließt ihr ein HDMI-Gerät an und hier macht ihr den HDMI wieder raus zum Fernseher, denn also praktisch von der PlayStation 3 oder wenn ihr die Wii jetzt zum Beispiel, geht auch mit der Wii, wenn ihr die Wii wie ich jetzt auf HDMI habt, haut ihr den HDMI von der Wii hier ran und hier haut dann zum Fernseher den HDMI, und dann habt ihr hier praktisch nochmal Klinke zu ver-, also praktisch, nicht Koax hier, wie heißt das? Cinch. Und die könnt ihr aber auch mit einem Adapter auf Klinke machen, ist kein Problem. Und ihr habt optisch, was ihr denn zu eurem optischen Headset oder Dolby-Anlage peitschen könnt, ohne Probleme. Das ausgegebene Videosignal wird überhaupt nicht beeinträchtigt. Ihr habt also am Fernseher genau das gleiche Bild, als wenn ihr ohne machen würdet. Ihr habt auch den gleichen Ton. Bloß das Positive ist, dieses Gerät greift euch den Ton ab zusätzlich und gibt es dann halt auf ToxLink und Dings weiter. Ich habe es jetzt eine Weile benutzt, ihr habt. Und wollte das jetzt so schnell wie möglich machen, auch mit dem nächsten Produkt wollte ich das dann halt so schnell wie möglich machen, da ich hier schon wieder die nächsten Produkte im Startloch habe. Und deswegen wollte ich euch das kurz zeigen. Bei mir, ihr wisst, ich habe den HDMI Matrix vorher gehabt, der hat so einen optischen Ausgang sowieso schon gehabt. Jetzt habe ich den 6:2 drin, der hat das sowieso. Und ich hatte das jetzt davon abgebaut und hatte das nur, denn die PS3 und die PS4 habe ich dann halt umgesteckt, habe ich dann halt damit betrieben und habe das dann auf mein Headset wiedergegeben. Funktioniert einwandfrei. Ich habe in der ganzen Zeit keine Abbrüche vom Ton gehabt oder ein Rauschen oder, kommen ja immer so Fragen, hast du ein Rauschen drin, hast du Überlagerung drin oder irgend so ein Scheiß. Nee, es hat das gemacht, was das machen soll. Punkt aus. Ja. Ich habe nichts Negatives, der ist noch nicht einfach so ausgegangen oder irgendwas dergleichen. Also ich habe nichts Negatives mit dem erlebt. Der hat wirklich das gemacht, was er machen soll. Ja, also ist wirklich ein sehr schönes Produkt. Ein sehr schönes Produkt. Also wenn ihr wirklich was sucht, wo ihr praktisch aus einem HDMI den Ton abgreifen könnt für Soundbar. Soundbar zum Beispiel. Beste Beispiel. Ihr habt die PS3 und an der, oder PS4, und da ist euer Headset dran. Was macht dann, wenn ihr jetzt nicht aufnehmt oder wenn ihr das Headset mal nicht braucht, müsstet ihr den optischen abklemmen und an die vom Headset abklemmen und an die Soundbar machen oder Dolby-Anlage. Ist jetzt hier gar nicht möglich. Ihr habt den optischen von der PS3 oder PS4, könnt ihr benutzen für was ihr wollt. Headset, Dolby-Anlage, Soundbar ist egal. Und dann habt ihr hiermit praktisch nochmal einen zweiten optischen. Ja, indem ihr den HDMI hier ran und da auf der anderen Seite rausmacht, habt ihr denn hier nochmal einen optischen, den ihr dann zur Soundbar oder was weiß ich peitschen könnt. Und dann habt ihr halt von einem Gerät zwei optische Ausgänge. Oder wenn das Gerät gar keinen optischen Ausgang hat, wie ein Receiver zum Beispiel, und ihr wolltet zur Soundbar oder was weiß ich peitschen, dann macht ihr hier den HDMI rein, hier zum Fernseher, und habt dann hier logisch einen optischen, und den könnt ihr zu eurer Soundbar oder Dolby-Anlage oder Headset machen ohne Probleme und habt einen geilen Ton. Ja? Also das macht das wirklich das, was das soll. So, das war's jetzt auch schon. Ich versuche die jetzt gerade so ein bisschen kurz zu halten, die Videos, weil es ist immer noch sehr warm. Ich habe momentan Ferienzeit und so nicht so viel Zeit, aber ich will die halt doch noch abarbeiten mit euch, weil die nächsten Produkte von Ligaro stehen hier schon im Startloch und da warten ja auch schon einige drauf, die habe ich ja schon gezeigt.
Ich habe, kann ich euch hier auch in dem Video noch schnell erklären, bevor ich das hier so schnell einpacke. Ich habe mich entschieden, ich werde es auch im nächsten Video erklären, ich werde als nächstes den Audio Decoder Toxlink Switch 3:1 werde ich machen. Ja, den werde ich dann eine Woche testen, beziehungsweise manchmal auch zwei. Und dann hatte ich hier die Wahl, ich habe hier zwei HDMI-Verteiler, also HDMI-Splitter. Das ist die Pro-Serie, weißer Karton, ja, schwarzer Karton ist normal Ligavo. Ich habe mich entschieden, da ich jetzt den 6:2 gemacht habe, das war ja auch Pro-Serie, dass ich Pro-Serie als letzteres mache und jetzt mal den normalen mache. Ja. Und da, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, schreibt es unter das Video, meine Skype-Eddy steht auch unter das Video. Ich helfe euch auch beim Anschließen, wenn ihr hoch so euer Heimnetzwerk verkabeln wollt, so in etwa wie ich es habe und nicht wisst, wie ihr es am besten macht oder da auf dem Schlauch steht, weil das irgendwie gerade nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Einfach eine Nachricht schreiben oder edit mich im Skype, schreibt mich an, ey, ich habe da ein Problem, mach mal hier, ich will das und das machen oder könntest du mit mir mal hier Audio-Videosignale durchnehmen oder irgendwas dergleichen und dann können wir das abends mal in Ruhe bequatschen und dann kann ich euch da vielleicht auch helfen. So, das war's jetzt aber wirklich. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Däumchen wäre schön. Ahoi, sagt euer Odin.